Willys Jeep 1953. Ja. Top-Zustand. Absolutes Wahnsinnsauto. Bei dem kann man die Scheibe vorne runterklappen. Und der hat ein Funkgerät drin. Und Einzelradaufhängung wahrscheinlich, oder? Oder? Starrachsen, zwei Starrachsen. Und ist der permanent 4x4 oder ist das nein, zuschaltbar? Nein. Muss man zuschalten. Ja. Und darf man oben zuschalten, wenn es keinen festen Untergrund hat. Sehr gross verreckt und Vierrad andere Beine durch. Also auf dem Land, im ja. Wald rein zum Beispiel ja, oder so. Ja, ja. Und der Teerstross kann man nicht fahren mit dem Vierrad. Aha, okay. Aber das war ja der beliebteste Militärwagen. Nein, zwischen der Hinter- und der Vorderachse hat eine feste Verbindung. Mhm. Und wenn der Kurve machen, muss er die Hinterachse. Also ich fahre es vor und ja. Tut das gegeneinander, dass es das macht. Also meinst du, Karre geht auseinander? Ja, das kann man vorstellen. Das ist richtig gut. Ja, das tut gar nicht gut. Ich habe es mal bei einem Lastwagen gehabt. Du bringst auch gerne nicht mehr raus und so. Also das ist auch nicht aufregend. Ja, das macht doch nichts. Das Auto ist... Nein, das ist kein Puff, das ist Geschichte. Ja, das ist absolut schön. So einfach gemacht da, einfach das Schalter wahrscheinlich fürs Licht und... Ja, dran, und keine Elektronik, die verrecken kann. Nein, nein. Da. Keine elektrische Fenster, keine Klimaanlage, kein ABS. Keine Zentralverriebelung. Aber die Weisswandreifen, ja, da hat sie richtig etwas schön. Ich finde es schön, dass der mal gelb ist und nicht militärgrün. Das ist. Im Juni habe ich da 30 Jahre. Ja, was? Und dann habe ich, etwa jetzt habe ich gekauft im März und dann habe ich neue Karosserie drauf gemacht. Chassis angestrahlt, alles gemacht. Ja, da sind sie natürlich, wenn sie am Oldtimer treffen sind, da haben sie natürlich alle Blick auf sich. Da können wir natürlich, die Leute flippen natürlich aus da. Ja,